Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu meinem Rückblick zu All It Eats Double or Nothing. Mit 13 Matches war diese Show einfach an sich schon mal ziemlich überfüllt und ziemlich lang. Auch so an sich, gerade wenn man das live gucken möchte, mit der Zeitverschiebung für uns Deutsche, ist das schon echt schwierig. Wenn die Hauptshow um 2 Uhr erst losgeht und dann irgendwann um 23 Uhr 4 Wochen später endet. In der Kickoff-Show hatten wir dann endlich das Team um Hookhausen zusammen gegen Mark Sterling, der ja eigentlich kein richtiger Wrestler hier in All Elite ist, und Tony Nese. Deswegen war der Ausgang eigentlich schon klar, aber es ist schön, dass man Hookhausen quasi so ein bisschen schon mal zusammengebracht hat. Und obwohl Hook quasi die letzte Aktion gemacht hat, hat er trotzdem Danhausen erlaubt, den Pin einzufahren, und damit passt das alles soweit. Hookhausen also hier im ersten großen Sieg hier bei diesem Pay-Per-View. Dann begann der eigentliche Pay-Per-View und wir hatten als erstes MJF gesehen. Oh, wie kann das denn sein? Denn im Vornherein ist das ganze Internet komplett ausgerastet, dass MJF All Elite verlassen hat, dass er einfach nicht beim Pay-Per-View ist, dass er einen Flug nach Hause gebucht hat, in dem er dann aber selbst nicht drin saß. Und alles ist sehr verwirrend gewesen und jeder ging davon aus, dass dieses Match nicht ist. Man hat dann auch dieses Match über Social Media quasi die Postings dazu gelöscht und es war ein Work. Ja, denn MJF kam raus, war hier mit am Start, hatte das Match gegen Wardlow, wo es ja darum ging, ob Wardlow denn aus dem Knebelvertrag von MJF rauskommt. Und ja, er kam raus, denn er hat einfach mal MJF weggefrühstückt. Schön 10 Powerbombs reingeballert. MJF hatte so gut wie keine Chance. Er hat am Anfang nur so ein paar Sachen gemacht, wo er weggelaufen ist. Und dann irgendwann war es dann soweit. Wardlow also eine Übermacht. Die Crowd rastet komplett aus. Ja, und MJF auch hier sofort erstmal auf eine Krankentrage geschnallt und so und weggebracht, dass der sich halt irgendwie verletzt hätte und sowas. Schreibt ihn zwar theoretisch damit aus den Shows. Das heißt, bei dieser ganzen Schwierigkeit vielleicht um MJF und um Tony Khan, vielleicht, ob es da irgendwelche Probleme geben könnte, untermauert das jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr. Deswegen einfach mal abwarten, aber Wardlow hat danach auch seinen All-Elite-Vertrag bekommen. Es wurde dann offiziell angekündigt, dass Wardlow All-Elite ist und damit bleibt er natürlich da, wo er ist. Dann hatten wir die Hardys gegen die Young Bucks und das war natürlich ein absolutes Fest, Freunde. Die haben sich einfach mal wieder so geil gegeben, es war echt cool zu sehen, vor allen Dingen, weil sie die jeweiligen Tag-Team-Aktionen dann auch immer wieder ausgekontert haben. Es waren sowieso sehr viele Kontergeschichten mit dabei. Es gab dann auch teilweise so Finisher-Kopieren und so, weil es ja darum ging, dass die Young Bucks quasi nur eine Kopie der Hardys sind. Und das haben sie hier auch so ein bisschen mit aufgegriffen in verschiedenen Moves und sowas. Also es war mal wieder eine sehr schöne Sache. Außerdem auch die Crowd natürlich schön auf der Seite von Team Delete statt von Team Elite. Denn Elite, also gerade Young Bucks, obwohl sie natürlich immer noch irgendwie gehypt sind, waren aber eigentlich die Heels hier in dem Match. Und ja, es gab dann auch immer wieder Komplikationen untereinander, sodass Matt Jackson Nick Jackson attackiert hat, dass Nick Jackson aus Versehen Brandon Cutler als Manager attackiert hat. Und so ging es halt immer wieder. Also gerade die Konter waren teilweise sehr cool gemacht. Und ja, zum Schluss gewinnen die Hardys aber dieses Match. Und bringen dann schon mal den Feel-Good-Moment hier zurück in die Show. Alles also auch eine schöne Sache. Dann hatten wir das TBS Championship Match. Und da ging es eigentlich weniger darum, was in dem Match passiert ist, als vielmehr, was außerhalb des Matches passiert ist. Denn wir hatten NRJ gegen Jade Cargill. An sich ein ganz gutes Match. Jade Cargill hat das Match natürlich für sich entschieden. Ihre Streak bleibt einfach weiterhin bestehen. Mark Sterling als ihr Manager kam zwischendurch nochmal raus und hat dann einfach mal schön noch einen Brainbuster außerhalb des Rings gefressen von dem guten John Silver, der dann halt für NRJ angekommen ist und so weiter. Dadurch hatten wir ohnehin schon so ein paar Sachen außerhalb des Rings, die dann halt für Ablenkung gesorgt haben. Und dann auf einmal kam Malcolm Bivens, der ja eigentlich bei NXT war bis vor kurzem, der kam auf einmal die Rampe runter und hat da NRJ ein bisschen abgelenkt. Und damit gab es dann die Titelverteidigung für die Championess Jade Cargill. Also auch wieder eine ziemlich coole Sache. Dann vielleicht damit ja denn der neue Manager von ihr. Keine Ahnung, vielleicht ist Mark Sterling damit auch rausgeschrieben. Irgendwie sowas in der Art. Und dann ja, gab es noch so eine kleine Attacke gegen NRJ und so weiter. Und dann gab es den Save durch Chris Statlander. Die waren dann aber auch in der Unterzahl, denn natürlich hat Jade Cargill ja auch ihre Mädels mit am Start. Ja, und dann kam noch jemand Überraschendes bei All Elite. Und zwar die ehemalige Ember Moon, a.k.a. Athena. Sie ist jetzt mit bei All Elite. Ich weiß nicht, ob sie wirklich bei All Elite einen Vertrag unterschrieben hat. Das müssen wir mal in den News abwarten. Aber generell war sie hier mit dabei. Crowd ist ziemlich ausgerastet. Also alles auch hier sehr cool gemacht.
Dann hatten wir natürlich ein absolutes Schlachterfest. Auch dieses Match kann man sich von mir aus jeden Tag mal angucken. Es ist natürlich krass und super viel Spotty-Gedöns. Und so richtig Tag-Team kann man dazu auch nicht sagen, denn der Ref ist halt natürlich komplett überfordert, wenn in 99% des gesamtlaufenden Matches immer irgendwie zwei oder drei Leute des gesamten Teams im Ring sind. Das kriegst du als Ref einfach nicht mehr unter Kontrolle. Und damit ist es halt irgendwie auch kein schönes Tag-Team-Match, aber durch die ganzen Spots, die da gemacht wurden, ist das eigentlich auch schon wieder scheißegal. Also House of Black gegen Death Triangle, komplett kranke Scheiße abgezogen, immer wieder auch große Kickouts da reingebaut, es war einfach absolut krank. House of Black gewinnt das Ding zum Schluss, auch ziemlich krass, da denn nämlich, als es dann wirklich in die Finish-Phase ging, die 15. Finish-Phase in dem Match, stand Pac auf der Ecke, wollte den Black Arrow raushauen und dann ging das Licht aus und auf einmal, als es wieder anging, stand Julia Hart vor ihr, die ja ohnehin schon ein bisschen so Überlegungen hatte, ja, vielleicht doch auf die Seite zu turnen, und Aleister Black, der ihr ins Auge gerotzt hat und damit halt auch so ein verschimmeltes Auge hat, keine Ahnung, hat dann hier quasi Julia Hart unter Kontrolle gehabt und damit halt dann auch den Sieg erringen können. Das House of Black bleibt also weiterhin ziemlich krass. Und ich dachte mir zwischendurch so, das ist Sister Abigail. Das ist die Sister Abigail, die Bray Wyatt nie bekommen hat. Auch cool. Dann hatten wir das Owen Hart Turnierfinale. Da hatten wir erstmal Adam Cole gegen Samoa Joe. Gutes Match. Es hat mich nur ein bisschen gestört, dass Bobby Fish hier mit eingegriffen hat. Denn klar, an Adam Coles Seite macht das schon irgendwo Sinn. Aber trotzdem hat es mich ein bisschen gestört, weil es ja nun mal so ein wichtiges, tolles Turnier ist. Und so ein Respekt zollen gegenüber Owen Hart. Und wenn denn der Typ, der das gewinnt, irgendwie unfair gewinnt, hat er so einen faden Beigeschmack. Ist hier halt passiert. Adam Cole gewinnt. Unfair denn halt und fand ich irgendwie komisch, aber okay. Danach gab es das Damenfinale, also Britt Baker gegen Ruby Soho. Auch das Match war ordentlich und hier hat dann Dr. Britt Baker gewonnen. Das heißt, wir haben wirklich als beide Sieger das Real-Life-Pärchen Britt Baker und Adam Cole, die dann auch auf der Bühne standen. Dann kam die Frau von Owen Hart raus und hat dann halt die Trophäen jeweils erreicht. Überreicht. Das war auf jeden Fall eine Trophäe und es gab Championships für die jeweiligen Sieger. Also die werden jetzt nicht verteidigt oder so, aber es gab halt so Owen Hart Gedenk-Championships. War auf jeden Fall ziemlich cool gemacht und hat auch was, das so dann halt zu präsentieren. Und ja, alles soweit also in Ordnung. Dann gab es das Six-Person-Tag-Team-Match, also Scorpio Sky, Paige Van Zandt und Ethan Page gegen Ty Conti, die auch ziemlich krass gekleidet war und so. Die hatten halt auf der anderen Seite auch alle UFC-Belts irgendwie dabei, weil die Dan Lamperts Trophäenschrank irgendwie geklaut haben, was die ganze Sache irgendwie komisch gemacht hat. Aber naja, ist ja egal. Dann natürlich Sammy Guevara und Frankie Kazarian. Und in diesem Match, was irgendwie, weiß ich nicht, komisch war, war halt auch so ein Ding, dass Frankie Kazarian teilweise Sammy Guevara angegriffen hat. So mal aus Versehen, mal nicht so aus Versehen. Und dann halt auch irgendwie bei so einem Face-Off einfach keine Lust hatte, da mitzumachen. Obwohl es in diesem Match eine Stipulation gab, dass wenn Frankie Kazarian und Sammy Guevara dieses Match verlieren, dann werden sie nicht wieder gegen den TNT-Champion Scorpio Sky antreten dürfen, um den Titel. Das heißt, es ist ja sogar super dumm gewesen, dass Frankie Kazarian und Sammy Guevara nicht an einem Strang gezogen haben, weil es den beiden halt schadet. Das war komisch. Also, ne, zum Schluss gewinnen dann auch Ethan Page, Paige Van Zandt und Scorpio Sky. Damit ist das dann auch so. War aber alles irgendwie eigenartig. Dann haben wir auch wieder ein geiles Match gehabt, was aber eigentlich nicht unbedingt auf die Card gehört hätte. Also man hätte das auch einfach lassen können, einfach um ein bisschen mehr Zeit zu haben oder weniger Laufzeit des Pay-Per-Views zu haben. Und zwar Kyle O'Reilly gegen Darby Allin. Das Ding war echt nice. Kyle O'Reilly gewinnt, was gegen Darby Allin wirklich eine große Sache ist. Aber trotzdem fand ich das Match irgendwie unnötig. Es war gut, aber ja, hätte es jetzt nicht unbedingt noch gebraucht. Denn danach hatten wir Thunder Rosa gegen Serena Deeb um den Women's Titel. Und das Match war absolut geil. Das war richtig Hammer. Die haben übel viel rausgeknallt. Irgendwie war die Crowd aber da nicht mehr so ganz dabei, denn es ist mittlerweile dann schon das 9. Match gewesen. Und man merkt dann halt schon irgendwann, okay, die Crowd hat nicht mehr ganz so viel Energie. Und gerade bei so einem geilen Ding, die haben wirklich einen Move nach dem anderen rausgeballert, als hätten die irgendwie Zeitdruck, was sie glaube ich nicht hatten, aber irgendwie, als würden sie, es kam mir ein bisschen vor, als würden sie vielleicht ein bisschen zu viel versuchen, denn es war wirklich Move nach Move nach Move nach Move und zu wenig
mal Pausen in dem Match. Vielleicht wollten sie damit eigentlich bloß die Crowd am Laufen halten, damit sie nicht einschlafen, aber sie waren ja theoretisch schon eingeschlafen, also ich weiß es nicht. Generell aber ein hammergutes Match, hat mich wirklich gefreut, das anzusehen. Zum Schluss gewinnt Thunder Rosa. Ich hätte ja auch gerne Serena Deep als Champion gesehen, denn auch die hat eine Top-Leistung gezeigt, also alles ordentlich. Ja, super. Dann hatten wir die Jericho Appreciation Society gegen ja, die ganzen anderen Leute, also Eddie Kingston, Ortiz, Santana und Bryan Danielson und Jon Moxley. Und dieses Match war eine absolute Katastrophe. Keine Ahnung, warum man das macht. Ich weiß, es passiert halt in der ganzen Halle. Es war halt ein super Hardcore-Brawl-Match-Gedöns. Ohne irgendwelche richtigen Regeln. Und dadurch, dass es so viele waren, haben die sich halt wirklich in der ganzen Halle gebrawlt. Jetzt könnte man sogar noch irgendwie reininterpretieren, dass ja die Crowd zu diesem Zeitpunkt schläft. Wenn aber Jericho sich neben dir mit Bryan Danielson prügelt, dann schläfst du vielleicht nicht mehr. Das heißt, dass man quasi die ganze Halle mit diesem Match nochmal richtig wachrüttelt. In der Form verstehe ich das, aber matchmäßig als Zuschauer ist das halt einfach eine absolute Katastrophe. Da passieren 5000 übelst kranke Sachen gleichzeitig und man kann überhaupt nicht folgen, was los ist. Zum Schluss gewinnt Jericho, indem Bryan Danielson irgendwie ausgechoked wurde mit einem Jericho, mit einem Walls of Jericho, und Jake Hager hat irgendwie das Seil, die haben den halben Ring auseinandergebaut, das Seil dann noch zum Würgen gehabt und so. Es war schon ziemlich krass, obwohl es auch wieder zwischendurch verwirrend war, denn Eddie Kingston und Bryan Danielson haben sich, obwohl sie im selben Team waren, zwischendurch auch nochmal geprügelt, als würden sich da alle prügeln. Es war, also weiß ich nicht, ich empfinde das einfach als ein bisschen zu viel des Guten. Und gerade wenn man sich mal überlegt, dass dieses ganze Match 22 Minuten ging, was natürlich sehr viel ist. Sie haben ja auch sehr viel gezeigt, aber es war einfach übelster Clusterfuck. So, dann ging es weiter mit einem All Elite Tag Team Titelmatch. Das heißt, wir haben schon wieder sehr viele Menschen im Ring, die sehr viele kranke Aktionen machen. Und auch dieses Match war natürlich absolut geil. Die haben auch wieder geschafft, sehr cool ineinander die Moves zu bauen, sodass immer dann halt der jeweils Nächste wieder reinkommt, um seinen Move direkt aus dem anzusetzen. Und das war einfach nur wieder sehr, sehr schön anzusehen. Jurassic Express gewinnt. Finde ich auch geil. Es gab einen ziemlich krassen Nearfall für Keith Lee und Swerve Strickland, wo ich schon wirklich gedacht habe, na, machen die hier einen Titelwechsel? Krasse Sache. Aber alles gut. Ja, soweit also sehr nice. Und wir haben Jurassic Express weiterhin als Champions. Ja, kann man auch alles so bringen. Es war krank, aber ja, geil halt, ne? Und dann sehen wir im Backstage-Bereich, sitzt Andrade am Tisch. Und ja, hat wieder mal ein neues Mitglied seiner Familie, um seine Gruppierung da größer zu machen. Und es klopft an der Tür und Rouge kommt rein. Ehemaliger Ring of Honor World Champion kommt rein und ja, macht einen Fistbump mit Andrade. Und damit ist klar, Rouge ist dann bei All Elite, beziehungsweise in der Gruppierung von Andrade, beziehungsweise ja sowieso bei Ring of Honor dann theoretisch. Also ja, auch hier wieder einen krassen Typen mit am Start. Haben wir mal wieder noch mehr Leute fürs Roster. So, und dann haben wir CM Punk gegen Adam Page gehabt. Und dass das Match gut wird, war klar. Dass die gegenseitig versuchen, ihre Finisher zu machen, ist auch klar. Obwohl Punk zweimal die Buckshot Lariat versucht hat und jedes Mal die Runde nicht ganz rumgekriegt hat und dann eigentlich eher so auf den Knien landete, um es irgendwie durchzukriegen. Aber okay, ansonsten war es aber geil. Und das Ende, dem Sieger, krass. Einfach krass. Denn mittlerweile, ich war ja immer so, ah, ich weiß nicht, wer gewinnt und so, aber ich hatte mich denn eigentlich schon auf Adam Page festgelegt. Aber nein, CM Punk ist neuer All Elite World Champion. Hätte ich nicht gedacht. Also, gerade so jetzt in den letzten Stunden dann vorm Pay-Per-View und so, habe ich da, ja, es ist kein anderer Titel gewechselt und so, aber, ich glaube nicht, dass die Punk den Titel geben. Aber es ist passiert, ich finde es sehr krass auf jeden Fall. Ja. Punk ist also neuer All Elite World Champion. Es gab danach kein Kenny Omega, nichts weiter. Einfach die Sache an sich ist ja groß genug, um es zu feiern. Deswegen, ja, soweit zu diesem Pay-Per-View. Es war ein krasses Ding. Es war übelst viel. Da würde ich auch sagen, All Elite, teilt endlich euer verdammtes Roster. Von mir aus sind All Elite und Ring of Honor, ist mir scheißegal. Aber es ist zu viel. Ihr seht doch an den Pay-Per-Views, dass es viel zu viel ist. Also, weiß ich nicht. Das ist ja, keine Ahnung. Naja. Soweit auf jeden Fall erstmal dazu meine Meinung zum All Elite Double or Nothing Pay-Per-View. Absolut krass natürlich.
auch wenn er ein bisschen fehlt. Aber ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ansonsten gerne Daumen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Werdet Kanalmitglied, unterstützt mich. Hier gibt es auch so einen neuen Support-Button und so. Keine Ahnung, könnt ihr ja mal gerne drücken. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ich hoffe, ich werde reich davon. Aber naja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.